Saug, 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 saug. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory mit Mods. Meine lieben Freunde, ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar habe ich hier eine Baufläche vorbereitet für eine neue Fabrik. Wir brauchen ja noch die Fabrik für die neuen Teile aus der More Factory Mod. Wir brauchen ja da ganz viele spezielle Bauteile und die werden wir hier bauen vor Ort, weil wir hier nämlich drei Dinge haben, die in der Nähe sich befinden und die notwendig sind. Wir haben eine Stahlfabrik da hinten. Wir haben eine Quarzlieferung hier unter mir und wir haben da hinten eine Turbodrahtwand. Und diese drei Komponenten sind sehr wichtig und die haben wir hier schon am Start. So, was anderes, was ich jetzt noch ausprobieren möchte, hat mit Gas zu tun. Auch deswegen stehen wir hier heute an dieser Stelle. Mit diesen Gastürmen. Wenn ich hier nochmal in mein Baumenü schaue, ist mir eine Sache tatsächlich bisher nicht aufgefallen. Und ich muss jetzt tatsächlich auch nochmal schauen, wo die nochmal genau war. Hier bei Produktion. Wenn wir ganz nach unten scrollen, sehen wir... Alter, jetzt knallt er mir hier gerade die ganze Zeit um die Ohren hier unten, die Container. Genau, jetzt hat er aufgehört. Wir sehen hier unten Refined Power Gas Collector. Das ist neu. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Mod das drin ist. Es ist wahrscheinlich beim Renewable Power ist es wahrscheinlich drin. Ein Gas Collector, der platziert werden kann nahe den Gastürmen, um Gas in Treibstoff umzuwandeln. Und das ist natürlich eine mega coole Sache. Und da bin ich jetzt mal gespannt, meine lieben Freunde. Das will ich jetzt mal machen. Wir haben ja hier Gas. So, und jetzt muss ich mal schauen. Da komme ich natürlich jetzt nicht nach oben. Oder? Ah doch, es geht. Aber das, Moment, da brauchen wir... Ist das ein Input oder ein Output? Das ist ein Output. Okay, also der produziert quasi so eine Art Treibstoff dann. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Moment, wir müssen mal kurz hier rum... Hier ist nämlich so ein schöner großer Gasturm, der direkt hier auf Höhe ist. Dann stelle ich das jetzt einfach mal hier hin. Direkt neben dem großen Turm. Und ich setze mal meine Gasmaske auf. Ich habe jetzt leider nicht so viele Filter, weil jetzt zum Bau von diesem Ding werden nämlich auch Filter, Gasmaskenfilter benutzt. Deswegen... Ah! Ach, guck mal! Der saugt das richtig ein. Das ist ja geil. Der saugt richtig. Saug, du Sau. Aber ich kann nicht drauf zugreifen. Okay, warte mal, der braucht Strom. Er braucht Strom. Da ist Strom. Dann holen wir uns mal Strom. Kann ich den da direkt... Okay, nicht genügend Freiraum. Was? Nicht genügend Freiraum. Hier, so. Bam, genau. Jetzt hat er Strom und jetzt saugt er, oder? Saugt er jetzt? Also gerade eben hat er gesaugt. Jetzt saugt er wieder. Der saugt hier richtig. Guckt euch das an. Guckt euch diese saugende Sau an. Das ist ja der Hammer. Saug. 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 Jawoll. Ich kann aber nicht drauf zugreifen. Ich kann nicht... er hat kein Inventar scheinbar. Okay, dann müssen wir mal ein Lager bauen und mal schauen, was dabei rauskommt. Bin ich jetzt mal sehr gespannt hier. Was haben wir denn? Das ist halt auch so geil, ne? Diese kleinen Überraschungen, die man mit diesen Mods halt einfach bekommt. Ich sag ja, die Mods sind echt gut gemacht, ey. So, was kommt denn da jetzt raus? Huh? Was stand da? Propan? Propan! Sehr entflammbar. Moment. Ich hab Propan! Geil, warte mal, warte mal, warte mal. Was kann ich mit Propan machen? Was kann ich damit machen? Kann ich das nehmen? Nee. Kann ich es atmen? Nee. Was kann ich mit Propan machen? Das ist jetzt die Frage. Also ich würde vermuten, vielleicht in einer Raffinerie verarbeiten? Zu Treibstoff? Achso, ich habe ja noch mein Dings. Oder kann ich es als Jetpack-Fuel benutzen? Warte mal. Ah nee, es geht ja nicht. Moment, ich werfe mal mein ganzes Jetpack-Fuel weg. Türmchen bauen, jawohl. Und wenn ich jetzt einfach mal komplett Gas gebe, sodass das, was drin ist, verbraucht wird. Und dann mal schauen, vielleicht ist es ja Fuel. Okay, nee, ist es nicht. Oder? Kann ich das irgendwie da reinziehen jetzt?
Nee, okay, also dafür kann ich es nicht benutzen. Dann kann ich das ja wieder nehmen hier. Dann gucke ich jetzt mal schnell an so eine Raffinerie ran. Und schau mal, ob ich das verarbeiten kann. Also im Chat wird gerade geschrieben, ist nur Autotreibstoff zurzeit. Okay. Also bringt das noch nicht so viel, das zu machen. Aber immerhin witzig, dass es das gibt. Ja genau, hier Produktion, da kann ich jetzt nur... Hä, wieso ist der das Rezept nicht mehr eingestellt eigentlich? Warte mal, was ist das hier? Ach, es ist nicht angeschlossen, okay. Hä, warum ist die nicht angeschlossen? Abgründe tun sich schon wieder auf hier. Aber nice Sache auf jeden Fall. Nice Sache hier. Ich finde es generell cool, dass man so viele Varianten an neuen Ressourcen auch hat. Und dass diese Gasdinger auch endlich mal Nutzen haben irgendwie. Weil das ist ja auch irgendwie ein Produzent, der bisher immer nie genutzt werden konnte. Für irgendwas. Kann ich mich da jetzt eigentlich dann gefahrlos aufhalten, wenn dieses Gas abgesaugt wird? Es scheint so, wa? Guck mal, ich nehme gar keinen Schaden. Oder habe ich noch die... Nee, ich habe ja keine Gasmaske. Guck mal, ich kann jetzt hier stehen. Der saugt das Gas quasi ein. Der neutralisiert das Gas. Das ist ja geil! Ich habe endlich ein Mittel gegen Gas! Also ohne, dass ich eine Gasmaske brauche. Da muss ich ja einfach nur an den Stellen, wo diese Teile sind, einfach nur so einen Gassauger aufbauen. Damit kann ich ja diese eine Stelle, die immer so scheiße war bei meinem Bahnhof, damit kann ich die ja dann quasi entgasen. Ist ja geil! Das ist ja alleine schon geil. Weg mit dem Scheiß hier. Warte mal, ich will das nochmal ausprobieren. Also ich habe es jetzt abgerissen und jetzt stelle ich mich ran und jetzt kriege ich wieder Schaden, oder? Ja, Tatsache. Nur mal, um das nochmal zu demonstrieren, dass es wirklich an dem Gerät lag. Das ist ja genial. Verlassen Sie sofort den... Ah! Oh Gott, ich dachte, ich stürze gerade in den Tod. Nein, alles gut. Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Das ist ja mega cool. Alter, diese Mods, ne, die überraschen mich immer wieder aufs Neue, ey. Immer wieder explodiert mir die Rübe hier. Immer wieder muss ich meine Schädelfetzen aufsammeln wieder und neu zusammensetzen. Wisst ihr eigentlich, was das jedes Mal für eine Arbeit ist? Jedes Mal seinen Kopf neu zusammenzusetzen, nachdem er explodiert ist? Ich weiß genau, wo ich diesen Sauger saugen lassen werde. Den allmächtigen Mega-Sauger. Hier nämlich. Das ist nämlich diese eine Stelle, wo ich immer durch den Bahnhof laufe, wo ich immer begast werde. Und das ist ehrlich gesagt sehr nervig. Und weil ich das nicht möchte, immer ständig begast werden. Und hier auch, hier drunter war ja... Genau, das ist genau diese Stelle, genau. Muss ich mal ganz kurz hier in die Eingeweide rein. Genau an dieser Stelle ist nämlich dieses Gas. Dieses garstige Gas. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo der große Zapfen ist. Der große Gaszapfen. Ist schwierig jetzt hier das zu sehen. Ich stelle das jetzt einfach mal... Ich stelle den jetzt einfach mal so da mitten rein. Nicht genügend Freiraum? Ach, lass doch. Kann ich den eigentlich auch oben hinstellen dann? Warte mal. Und welcher Radius ist das dann eigentlich, der dann entgast wird? Das sind so diese ganzen Fragen, ja? Diese ganzen Gasfragen. Wäre cool, wenn man auf die Propankanister auch schießen könnte oder Sprengstoff anbringen könnte. Ja gut, wenn schon Sprengstoff dran ist, macht das irgendwie nicht so viel Sinn, noch mehr Sprengstoff... Also wenn sie explodieren könnte, macht das ja irgendwie nicht so viel Sinn, noch Sprengstoff dran zu machen. So an sich. Aber ja, ich verstehe den Sinn. So, probieren wir das jetzt mal hier. Ich stelle das jetzt einfach mal dahin. Da so. Schön rein. Genau, dann brauchen wir noch Strom. Den kriege ich von da. Draht ist zu lang. Nicht genügend Draht. Und saugt er? Er saugt. Die Sau saugt. Und kann ich jetzt hier stehen? Ja. Ich kriege keinen Schaden. Nur die Frage ist jetzt, wie weit geht das? Wie weit von dem Gerät kann ich mich wegbewegen, bevor ich Schaden kriege? Das ist so die Frage. Wie es scheint, kann ich hier komplett durchlaufen. Epic Shit. Ist ja der Wahnsinn. Scheinbar muss ich das nur in dem Bereich aufstellen und der ganze Bereich wird dann entgast. Das ist ja mega cool, Mann. Das ist ja richtig geil. Also die Sicht verändert sich immer noch, aber ich kriege keinen Schaden davon. Dann kann ich jetzt ja da oben immer lang gehen am Bahnhof und muss mir keine Sorgen um das Gift machen. Das ist ja geil.
Da muss ich aber jetzt dann auch dran denken, dass ich das mit einem Mod gemacht habe. Weil hier zum Beispiel ist ja auch so ein Gasknubbel. Der gehört ja auch mit zu der Gasvereinigung hier. Zu diesem Gaskombinat gehört er dazu. Das ist ja genial. Ich kann ja jetzt einfach laufen und es passiert nichts. Ein Hoch auf den Entgaser! Ich werde wahnsinnig hier, ey. Wirklich. Schon wieder ist mir der Kopf explodiert. Das passiert hier echt in einer Tour, dass mir der Kopf wegfliegt. Ist das Gasabsaugteil in den Mods, die er mal vorgestellt hat? Oder in einer der neuen? Das ist immer noch eine der Mods, die wir jetzt am Start haben. Das ist, glaube ich, die Renewable Power Mod, müsste das sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube nicht, dass es eine andere Mod ist, weil dann wäre es nämlich hier woanders abgelegt. Dann wäre es hier mit bei More Factory oder bei Farming dabei. Da es aber hier nicht mit bei ist, sondern unter Produktion, müsste es eigentlich die Renewable Power Mod sein. Glaube ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt. Es scheint ja so zu sein, dass dieses Propan dann irgendwann auch noch nutzbar gemacht werden wird von dem Modder. Also der wird dann bestimmt nochmal was machen, dass man das noch umwandeln kann irgendwie. Als alternativen Fuel quasi. Das wäre natürlich mega cool. Also da muss man auch immer sagen, die Mods verändern sich natürlich auch immer noch, ne? Das heißt, es können auch immer noch in Zukunft neue Funktionen hineinkommen in die jeweiligen Mods. Das macht es auch wieder sehr, sehr spannend, hier dran zu bleiben. So, jetzt zurück aber zu der anderen Sache, die wir machen wollten. Wir wollten hier Fabriken bauen, meine lieben Freunde. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo genau kann ich denn jetzt welche Blueprints machen für diese More Factory-Teile. Müssen wir erstmal abklären jetzt. Also, hier haben wir die Rezepte für... Ah, die Steel Screws. Okay, Steel Rod. Steel Screw setzt Steel Rod voraus. Also brauchen wir schon mal einen Steel Rod auf jeden Fall. Steel Grid. Na, das sind die Platten. Die kriegen wir von oben aus der Stahlfabrik. Und für Steel Cage brauchen wir Steel Grid. Steel Beam braucht auch Platten. Und dafür brauchen wir den Quarz. Okay, das ist eigentlich alles am Start hier. Das können wir schon mal machen jetzt. Dann baue ich mal hier hinten. Bauen wir mal Konstruktoren auf als erste Ausbaustufe. Bauen wir hier mal so 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. 6 Konstruktoren. Vielleicht sollte ich da noch diesen Entgifter nochmal aufbauen. Damit ich, wenn ich jetzt hier baue, nicht begast werde hier. Warte mal. Ah, da fehlen mir jetzt die Filter. Das ist ein bisschen schade, dass man dafür Gasmaskenfilter braucht, weil die jetzt auch nicht gerade so easy sind, um die zu bekommen. Da müssen wir ja immer jedes Mal ins Pilzbiom, weil wir ja da ja unsere Gasmaskenfabrik haben. Unsere Gasfiltermasken, Maskengasfabrik. Ihr wisst, was ich meine. So. Genau, da haben wir die hier und da stelle ich jetzt schon mal die Blueprints ein, die ich da produziert haben möchte. Und zwar machen wir hier erstmal die Steel Rods. Und da machen wir nicht nur eine davon, da machen wir halt mehrere jetzt. Machen wir mal 3. Weil Steel Rod scheint schon recht wichtig zu sein. So, in der nächsten Folge davon, also nicht in der nächsten Video, sondern in der Abfolge, ja, in der Abfolge... Machen wir hier auch nochmal Konstruktoren. Da machen wir 2. 1. 2. Und da lassen wir mal diese Rods zu Screws machen. Genau, Screws. Und Screws, genau. So, hier hinten. So, das sind jetzt diese 3. Hier machen wir jetzt... Dann die Steel Grids zweimal, weil wir müssen ja jedes von diesen brauchen wir zur Weiterverarbeitung, aber wir müssen das ja gleichzeitig auch noch einlagern. Das heißt, wir müssen jedes davon mindestens zweimal produzieren. So, und hier drüben, genau, kommt dann der Steel Big Beam, genau. Hervorragend. So, dann lasst uns hier mal dieses Kropfzeug hier wegsprengen. Ich muss erstmal wieder gärtnern hier, ich sehe schon. Weg mit dir. Sonst sehe ich hier wieder nicht genug. Also. Erstmal das in die Hand nehmen. Und wieder weglegen. Will nicht ständig hier meinen Sprengstoff in der Hand haben. Genau. So. Splitter.
Splitter, da gibt es auch eine Mod übrigens, die Splitter nochmal funktioneller macht sozusagen. So, hier brauchen wir direkt Stahl für die Komponenten. Das heißt, der Stahl ist hier. Ja, den können wir dann einfach abzweigen dafür. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal so einen Splitter. Und hier, die drei waren jetzt mit Platten und der hier war noch mit Rods, genau. Sehr gut, also die drei hier werden versorgt mit Stahl. Warte, so und so. So und so. Und genau, da haben wir sie alle schon mal angeschlossen. Und dann holen wir uns mal den Stahl von hier. Splitter. Lift. Förderband. Wusch. Hervorragend. So, da wird der Stahl auch endlich mal genutzt, den wir da produzieren. Da brauchen wir noch Energy. Also nicht Energy Drink, ja, sondern Strom. Strom haben wir da. Ich baue mal einen Mast. Hier hinten. Wusch. Dann können wir die nämlich schon mal anschließen. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, das ist der Speicherfreeze, glaube ich. Ja, das ist der Speicherfreeze. Wie er halt immer noch für lustige Sekunden sorgt, wenn man gerade mitten in der Luft hängt und eingefroren wird in der Luft. Genau, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt haben wir hier einen Output von 15 Rods pro Minute und wir brauchen hier 60... Ne, 15 pro Minute. Okay, wir können den Output einfach direkt weiterleiten. In den und den Fabricator. Hervorragend, also Constructor. Und die brauchen auch noch Strom. Und dann werden da nämlich schon die Schrauben produziert. Damit können wir schon mal gar nicht so wenig machen, tatsächlich. Genau. So, und dann müssen wir jetzt von da oben nochmal irgendwie die Platten abzweigen. Die Stahlplatten. Und da wir jetzt ja die Aufzüge haben, kann ich jetzt einfach hier mir mal einen Aufzug hinbasteln. Moment, wo machen wir das? Dass wir auch da oben aussteigen können. Das wäre halt schon mega geil. Warte, warte. Den bauen wir mal. Den bauen wir mal hier so ins Eck und dann bauen wir da so eine kleine Brücke rüber. Da! Sekunde. Hab's gleich. Ich muss nur schauen, dass ich ihn so baue, dass man da auch einsteigen kann. Moment. Bau mal. Gib mir mal andere Foundations hier. Gib mir mal die Foundation. Komm mal richtig hoch. Genau. Auf der Höhe. Mit der Plattform. So, dann kann man sich hier raufstellen. Dann sagen wir Organisation. Aufzug. Stell den schön in die Mitte. So, und jetzt müssen wir mal abmessen, wie viel Strecke das jetzt ist. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal so ausklamüsert. Das waren irgendwie 140 oder so, glaube ich. 140 Meter oder sowas. Gehen wir mal hier auf Express Speed und gehen mal auf Go. Es müssten um die 140 Meter gewesen. Ja, genau, so ungefähr. So, jetzt sind wir ganz oben. Ein bisschen tiefer noch. Das sind so 136, glaube ich. Genau. Ja, so ungefähr. So, dann können wir jetzt hier einfach eine Platte rüberziehen. Okay, es sind 100... Ja doch, es sind 136. Perfekt. Hervorragend. Sehr schön. So, dann kommen wir dann nämlich unkompliziert hoch. Ach, wie geil, ey. Ich muss da jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Jump-Pads und mit irgendwelchen Jetpack-Aktionen mehr einen abkrampfen. Das ist ja so geil, ne? Das ist ja schon ein bisschen episch. Hier ist irgendwie Stahl. Hatten wir hier nicht Platten? Ja, genau, hier hatten wir Platten. Das ist der Puffer. Der Output geht nach unten. So, wir machen jetzt einfach mal einen zweiten Output. Einen zweiten Output, der nicht nach unten, also der auch nach unten geht, aber nicht ins Lager, sondern der direkt verbraucht wird. Da muss ich jetzt mal schauen, wo waren unsere Anschlüsse für die Lifte? Die waren hier. Und welcher von den Liften geht jetzt nochmal nach unten und welcher geht nach oben? Das ist jetzt die große Frage. Moment. Ah, nicht jetzt da reinfallen, Moment. Der geht raus. Wirst du wohl dich ranschneppen.
Warum schnappt das hier nicht? Was ist da los? Schnappt irgendwie nicht hier. Merkwürdig, warte mal. Schnappt irgendwie nur der eine. Ach, das sind nicht MK5er, jetzt verstehe ich das. Verstehe, ja, okay, der will die aufrüsten. Okay, da geht auch raus. Ich glaube, wir müssen die nochmal neu ziehen, kann das sein? Die sind irgendwie alle auf Output. Aber wir brauchen ja einen Input. Das heißt, machen wir das mal schnell. Also ich setze den erstmal so mit Output. Okay, da ist das Ding im Weg. Dann nimm mal den da. So, dann löschen wir den einfach mal weg. Wir löschen die alle nochmal weg, glaube ich. Lösch den auch nochmal weg. Müssen wir nochmal neu machen jetzt. Genau, wir brauchen einen Output. Ah, Moment. So geht das ja auch nicht. Oh Mann. Sekunde. Moment, muss nochmal hoch. Ich muss erstmal wieder hier mit dem Liften klarkommen. So, Moment. Mach da ein Förderband hin. Irgendeins, irgendwo hin. Einfach erstmal irgendwo hin. Oder warte. Wir können doch auch. Wir können doch da auch einfach so eine Dreierwand setzen. Dann kann ich die doch da auch ransnappen. Moment. Wie machen wir das am blödsten? Geht das nicht? Hatte ich nicht Eingänge auch platziert da? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber egal, so geht's ja auch. Wie habe ich das denn vorher mal gemacht, dass ich die da hingesetzt habe, dass die auch nach unten gehen? Das geht schon nur, wenn man von oben anfängt zu bauen, glaube ich. So, dann macht das mal, genau. Genau, jetzt ist es ein Ausgang, so muss es sein. Genau. Flup. Den müssen wir wegmachen. Runter. Boah, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich irgendwie versuchen. Dann machen wir es mal von hier. Ah, komme ich auch nicht ran. Komme ich hier rüber? Nee, da muss ich die Wand aufmachen. Dann sehe ich das nicht. Hier, genau. Genau, da müssen wir runter. Hervorragend. Aber war das jetzt wieder ein Input gerade? War doch gerade wieder grün. Ah, nee, alles gut. Alles gut, nee, alles gut. Ich habe mich geirrt. Alles, wie es sein soll. Alles korrekt. Achso, Moment, ich kann den Aufzug... Ja, genau, stimmt. Das hat jetzt auch jemand gerade nochmal geschrieben im Chat. Man kann den Aufzug wohl auch wieder nach unten rufen, indem man jetzt einfach hier auf die Fläche geht. Genau, und dann kommt er nämlich wieder runter. Das ist natürlich praktisch, wenn hier unten ein Boden ist, ja. Aber wenn jetzt, wenn das jetzt eine Zwischenetage wäre, wäre das wieder ein bisschen schwieriger, weil man kann ja keine Bodenplatte in die Zwischenetage beim Elevator einfügen. Wenn man das nämlich macht, dann bleibt man nämlich hängen, wenn der Elevator dann da durchfährt. Der Elevator kann nämlich durch Foundations durchfahren, nur man selber ja nicht. Man wird dann abgestreift. Das ist ein bisschen doof, deswegen ist das so eine Sache. So, wir sind oben. Hervorragend. So, jetzt nochmal hier. Aber wie schnell das auch geht gleich mit dem Elevator, ne? Dass man mal so eine Höhe überwinden kann. Das macht alles gleich viel einfacher irgendwie. Ist schon sehr, sehr geil einfach. Kann man nicht anders sagen. Mods sind halt einfach geil. Gut, dann machen wir mal so. Fädeln wir mal die Platten von da nach da. Geht das? Das Förderband ist zu lang. Ja, Förderband ist zu lang, Ede Petete, der Kopf ist aus Knete, denn er frisst nur rote Beete. So, hier. Rein da, genau. Damit haben wir Platten. Hui! Ich muss sie auch rausholen hier, warte. Oh, ah! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch wirklich rauskommen. Warte mal, wir können die ja hier so durchlegen an die Seite. Also hier so. Oder wir legen die hier so über die Seite, warte. So. Oder, ja. Mein Gott. So schwer ist es doch gar nicht. Warte. Mach einfach da einen Lift hin.
dann geht's da rein. Dann machen wir einfach. Dann machen wir einfach hier mal so einen Ständer. So. Einen Ständer bitte. Und dann hier nach unten. So. Das ist die umständlichste Förderwandanordnung, die ich je gebaut habe hier. Ja, wohl, nee, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Da habe ich schon deutlich komplexere Sachen gebaut. So, jetzt müssen wir hier rein. Gehen wir mal auf die Höhe. So ein bisschen. Genau, haben wir alles. Alles da. Alles perfekt. So, dann rein mit den Platten. Nein, nicht so. So. Und wie viel brauchen wir hier? Genau, brauchen wir noch zwei. Dann machen wir da einfach noch einen Splitter. So. So. Ah. Und so. Strom, 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 Strom. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hervorragend. So, damit haben wir schon mal jetzt alles, was mit Platten produziert wird. Wir haben die Nägel. Jetzt fehlen noch so ein paar andere Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwie im Manufaktor was produzieren muss. Von den Elementen, die wir brauchen. Welche Rezepte hat der denn hier? Genau, da sind jetzt nämlich so Sachen wie diese Reinforced Concrete Dinger. Steel Modular Frame. Was ist das hier? Das sind die Platten. Genau, jetzt müssen wir das ja kombinieren wieder. Den E65 Kanister und die Führerrods vergessen wir mal erstmal noch. Hier auch High Voltage Cable und sowas brauchen wir auch. Auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, inwiefern Cotton Fabric wichtig ist für irgendwas. Das scheint aus der More Farming Mod zu sein. Das brauchen wir scheinbar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das High Voltage Cable, meine lieben Freunde. Und dann würde ich doch mal sagen, machen wir das mal. Vielleicht ein bisschen weiter mit Abstand. Denn Turbodraht kommt ja von da hinten. Von da. Und den Draht selber, den können wir ja auch wieder abzweigen. Das heißt, ich mache jetzt mal diese Produktion für die High Voltage Cable mache ich jetzt einfach mal hier an die Seite. Ich hoffe, die baue ich mir jetzt nicht zu. Ich hoffe, ich blockiere mir das da jetzt nicht unnötig. Müssen wir mal schauen. So, jetzt machen wir mal hier eine kleine Abzweigung bei unserem Turbodraht. Da müsste hier in diesem Verteilerturm müsste eigentlich schon eine Abzweigung am Start sein, wo wir Turbodraht einfach mal abknippern können. Muss ich jetzt mal gucken, wie kam der hier nochmal rein? Ah, okay, nee, der wird da einfach durchgeleitet. Gibt es hier irgendwo einen Splitter, der Turbodraht absplittet? Sieht irgendwie so aus, als wenn hier ein Splitter wäre. Oder ist das einfach nur eine Rückführleitung? Das ist, glaube ich, einfach nur eine Rückführung. Mal schnell schauen hier, wie sieht's hier aus? Ja, das ist einfach nur... Das ist eine Rückführung. Das soll ja... Genau, das war ja der Sinn. Das soll erst ins Lager rein. Und dann wird's abgezweigt. Vom Lager nochmal. Also das heißt, wir müssen, wenn, dann die Abzweigung abzweigen. Falls das irgendeinen Sinn ergibt, was ich gerade sage. Hier, das müssen wir abzweigen. Weil ich glaube, wenn wir das Hauptband abzweigen... Obwohl, wir können auch versuchen... Eigentlich können wir auch versuchen, das Hauptband abzuzweigen. Warte. Das müssen wir mal mit einem intelligenten Splitter machen, weil... Wir haben ja hier... oder am Programmierbahn. Wir haben ja hier... mehrere Sachen, die über dieses Band laufen. Wir haben ja nicht nur Turbodraht drauf. Ich mache das jetzt einfach mal so. Also. Hey, Moment. Drauf zugreifen, genau. In der Mitte geht alles durch. Aber Moment, nee. Dann wird ja, wenn ich das jetzt mache, wird ja alles von Turbodraht abgezweigt. Und nicht nur ein Teil. Nee, wir müssen das schon so machen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wir müssen das hier auf dem Hauptband machen. Moment, wo geht denn der Turbodraht lang? Der geht hier lang, okay. Hier müssen wir es abzweigen, sonst machen wir hier, sonst schaffen wir uns hier nur Probleme. Mit einem einfachen Splitter müssen wir hier einen Teil davon rausnehmen. Oder hier, warte, wir können auch das hier draußen machen. Wir können das auch im Turm machen. Hier können wir das doch eigentlich auch machen. Förderbandsplitter, ja genau, lasst uns das mal hier machen. Da ist nämlich auch ein Ausgang schon.
Und das müsste von der Menge her auch locker ausreichen. Genau, so ist besser. Sonst haben wir nur Probleme mit dem Splitter dann wieder. Dann läuft das wieder voll und hast du nicht gesehen. Dann ist wieder alles scheiße. Dann ist wieder alles doof und so. Das wollen wir ja nicht. Dann lasst es uns tun. Lasst uns hier mal so eine Wandhalterung bauen. Vielleicht auch so, dass es nicht durchgeht durch die anderen Bänder und durch den Zug. Mal so ein bisschen auf die Optik achten vielleicht. Optik, was ist das? Ja, das ist schön, genau, wenn es so über das andere Band drüber geht. Und dann holen wir uns das einfach runter. Wir holen ihn uns runter. So, wir holen ihn uns runter. Dahin, wo er hin soll. Und zwar so. Dann kann ich hier nochmal Foundations machen. Stopfen wir mal das Lückchen. Ha, hervorragend. Da haben wir schon mal den Turbo-Drage. Die erste wichtige Komponente. Dann kann ich das schon mal einstellen, den Blueprint. Das war jetzt hier High-Voltage-Cable. Dann brauchen wir dafür dann noch... Genau, Kabel brauchen wir noch. Kabel hole ich mir jetzt einfach aus dem Lager. Da haben wir, glaube ich, keine andere Produktion hier am Start. Muss ich mal schauen, wo gehen die Kabel nochmal lang? Die Kabel... Hier war doch auch ein... Hier müsste doch eigentlich auch ein Band sein. Genau, hier, das ist doch schon das Kabelband. Das können wir doch einfach mal zweckentfremden hier. Mit einem Splitter. Können wir ja mal... Es wird gar nicht genutzt hier, oder? Kann das sein? Ja, das hört hier auf, lol. Ah, dann, das ist doch perfekt. Das ist doch super. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Ein Band, das nicht genutzt wird. Hoffentlich ist es noch vernünftig angeschlossen. Werden wir ja gleich sehen. Das können wir ja sogar hier drunter legen einfach, oder? Ah, nee, geht nicht. So, dann zieh das mal hier rüber. Und dann können wir es hier auf der anderen Seite einfach runterlegen. Also erstmal so hier hin. Dann dahin. Das ist richtige Spaghetti-Action hier wieder, meine lieben Freunde. Echte Spaghettis gibt's hier zu sehen, meine lieben Freunde. Mach mal hier ein Dings hin. Direkt nebenan. Das Band von nebenan. So. Und so. Und hinter mir wird auch gerade Quarz umgefüllt. Auch den brauchen wir ja dann noch. Für das Glas, für das Spezielle. So. Husch, jetzt bin ich mal gespannt. Läuft dieses Band jetzt leer mit dem Kabeln oder passt das? Nee, es wird weiter durchgeleitet. Sehr gut. Okay, haben wir Kabel am Start. Sehr gut. Es ist schon ein Vorteil, dass hier alles so auf einem Haufen ist. Das muss man wirklich mal sagen jetzt. Nimm mal den Strom hier, dann wird das schon mal produziert jetzt. Einer pro Minute. Ach du Scheiße, das ist mal richtig lange, wie das dauert hier. Guckt euch das mal an. Dafür ist der Verbrauch nicht so hoch von den Grundressourcen. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine zweite Anlage, mindestens. Oder noch eine dritte eigentlich. Weil da müssen wir ja 100 Jahre warten, bis da mal ordentlich was fertig ist. So. Next. Brauche ich eigentlich auch einen Fabricator? Zu teuer. Was fehlt? Computer fehlen. Okay, wir müssen mal wieder Rohstoffe holen, glaube ich. Aber wir haben schon mal die wichtigsten Sachen am Start gebracht. Ich kann ja schon mal so ein paar Lagercontainer aufstellen. Dass wir schon mal ein paar Dinge einlagern einfach. Hier, wir haben ja hier jetzt den Output für die Sachen. Für die Schrauben zum Beispiel. Das können wir ja schon mal hier rein fusionieren. Damit wir schon mal ein bisschen was mit More Factory machen können. Wir können ja momentan noch gar nichts wirklich damit machen. Weil wir einfach keine Teile haben. Also wir können schon einige More Factory Sachen doch benutzen. Aber manche Sachen dann halt auch wieder nicht. So, warte. Das ist Organisation. Genau, machen wir mal hier so ein Zwischenlager hin. Und dann auch hier wieder mit einem...
Fusionator. Das werden wir wahrscheinlich eh auch alles nochmal neu machen dann bei nächster Gelegenheit. Also hier neu machen im Sinne von die Verkabelung machen wir wahrscheinlich nochmal neu. Rein da. Damit das schon mal alles abgeführt wird. Dann können wir es beim nächsten Mal vielleicht schon benutzen. Und Glas brauchen wir noch, wie gesagt. Glas fehlt noch. Was war das jetzt hier eigentlich, was hier runterkam vom Band? Ach so, das sind ja zwei verschiedene Sachen, merke ich gerade. Hä? Hatten wir nicht zwei? Ach nee. Moment, da muss ich das nochmal abknippern. Okay, nee, egal. Habe ich gerade falsch gemacht, merke ich gerade. Moment. Dann brauchen wir hier gar keinen Fusionator. Da habe ich mir schon wieder nicht gemerkt, was ich alles brauche und was ich nicht brauche. Lalalala. 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 Nee, Weihnachten ist schon wieder vorbei, verdammt. Steel Grid und Steel Grid. Genau, zweimal Steel Grid und einmal... Genau, hier, das müssen wir fusionieren. Ja, ja, ja. Lululu. Lululu. Einmal das und einmal das. Und dann daraus. Zu teuer. Okay. Auch das ist noch. Auch das noch hier. Kann ich das wenigstens machen? Ja, das kann ich machen. Okay. Hervorragend, hervorragend. So, da müssen wir mal kurz hier reingucken. Da sind jetzt ja Sachen drin, die hier gar nicht rein sollen. Heute, mein Deute, mein Deute, mein Deute. Wo war das jetzt? Sortieren? Oh Gott. Was war denn das jetzt hier? Das hier, ne? Steel Grid. Die Ingrid. Ingrid war das. Und dann noch ein letztes Lager für was auch immer da jetzt nochmal vom Band floss. Mal schauen, was war das? Ach ja, kann ich ja nicht machen hier die. Ich brauche halt die. Ich brauche halt die kleinen Bänder. Moment. Was ging da jetzt nochmal vom Band? Ach ja, guck mal, diese Gitter hier. Die schweren Stahlträger. Genau. Perfekte Mente. Dann wird das nämlich alles schon mal gelagert hier. Damit haben wir unsere More Factory Produktion schon ganz gut angeworfen. Meine lieben Freunde, ist jetzt noch ein bisschen rudimentär, gebe ich gerne zu. Aber immerhin, es läuft schon was durch. Und das können wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall dann nutzen, um schon mal ein bisschen paar Teile auszuprobieren, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.